So sieht ein glücklicher Familienvater aus. Regis Dorn im Kreise seiner Liebsten. Mit Ehefrau Sophie und Sohn Hugo. Mit ihnen zusammen sind die Probleme im Verein plötzlich ganz weit weg. Die Familie als Kraftgeber und Rückhalt im Alltag. Nach der Geburt meines Sohnes hat sich natürlich mein Leben ganz verändert. Für mich ist es halt das Schönste, was ich bekommen habe in meinem Leben. Wenn es im Fußball halt nicht so läuft manchmal, macht man sich halt Gedanken und geht alles im Kopf vor. Aber wenn man dann nach Hause kommt, die Tür aufmacht und der Kleine rennt in der Wohnung rum und lächelt sie an und gibt euch einen Kuss, und also das ist das ganze Gold der Welt wert, ja. Er muss immer wissen, dass seine Familie glücklich ist, dann ist er dabei halt auch glücklich. 19 Monate ist Hugo jetzt alt. Er hat aus den Dorns erst eine richtige Familie gemacht. Und durch ihn hat der 26-Jährige auch gelernt, dass es noch etwas Wichtigeres im Leben gibt als Fußball. Das Formtief zu Saisonbeginn, die Pfiffe bei seiner Auswechslung gegen Essen. Er lässt es alles nicht mehr so nah an sich ran. Ein bisschen komisch, muss ich sagen, nach meiner Auswechslung, dass da so viele Zuschauer gepfiffen haben. Aber das ist halt Fußball, und da muss man sich abfinden damit, wenn man in diesem Job arbeiten will. Manchmal ist man halt wie Gott auf der Erde, und anderes Mal ist man halt der schlechteste Mann auf dem Platz. Ja. Und tut natürlich ein bisschen weh, wenn man 100% für Fußball lebt, was auch mein Fall ist. Aber da muss man sich keinen Kopf draus machen. Oft leichter gesagt als getan, denn Regis Dorn ist ein sensibler Typ. Zoobesuche mit seiner Familie bringen ihn mal auf andere Gedanken. Die Orang-Utans füttern oder mit den Kamelen schmusen. Sein Lieblingstier ist aber dann doch ein anderes. Kamel? Vielleicht nicht, hoffentlich nicht. Nein, aber ich... Besonderes Tier, also was ich halt schönes Tier finde, ist Tiger, finde ich richtig schön. Ist auch schnelles Tier in der Dschungel, und ich bin auch ziemlich schnell vom Platz. Vielleicht könnte man da einen kleinen Vergleich sehen, ja. Noch dazu ist der Tiger ein Kämpfer, ein Anführer, einer, zu dem die anderen aufschauen. Auch das passt zu seiner Rolle im Team. Dorn ist Führungsspieler und Stürmer. Als solcher werden von ihm vor allem Tore erwartet. Bisher gelangen nur 2 in dieser Saison. Auch das mit ein Grund, warum die Mannschaft zurzeit ganz unten steht. Doch realistisch betrachtet war es das, worauf man sich auch einstellen musste. Die Fans haben auch ganz andere Ansprüche dieses Jahr, schätze ich mal. Die haben unsere Rückrunde gesehen, wie wir gespielt haben. Und die haben jetzt natürlich, wollen die uns ein bisschen mehr zaubernd sehen auf dem Platz. Aber ich glaube, das ist nicht unsere Art und Weise zu spielen. Ich glaube, im Großen und Ganzen muss jedem klar sein, der Mannschaft, auch wie den Fans, dass es ein schwieriges Jahr wird und dass wir halt die meiste Zeit mit dem Abstieg zu tun haben. Ne? Vielleicht ist genau das der Grund, weswegen er sich noch nicht entschieden hat, wohin sein Weg in Zukunft geht. Offenbach will ihn halten, Dorn will noch mehr Zeit zum Überlegen. Das Umfeld passt auf jeden Fall. Ich fühle mich richtig wohl hier in Offenbach. Jetzt habe ich jetzt noch halt Vertrag bis 2007 bei Offenbach. Der Verein hat mir auch ein Angebot gemacht, um zu verlängern. Ich bin im Moment dran zu überlegen. Ich gucke mir ein bisschen alles an, lasse mir noch ein bisschen Zeit und werde mich also auf jeden Fall vor dem Winter bekannt geben, meine Entscheidung. Dorn ist eben keiner, der aus dem Bauch heraus entscheidet, sondern schon genau überlegt, was gut für ihn ist. Beruflich noch auf der Suche nach dem künftigen Glück, privat hat er es schon gefunden. Und das tut ihm sichtlich gut.